Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier einen Torpedo RX 170 in der Version 1.0. Die Mod ist auch im Shinesub verfügbar, somit auch für die Konsolen. Mal wieder was. Der Mod hat eine Größe von 26 Megabyte. So. Der Gute hat 170 PS hier, manuellen Ladeschaltstufengetriebe, 300 Liter Sprit und 42 km/h soll er auch wohl laufen. Machbar sind die Reifen hier mit Trelleborg, BKT, Michelin, Mitas und Noken Tires. Reifenvariante wie immer im Schnelldurchlauf. Bei Trelleborg Reifen jetzt BKT. Michelin, Mitas, Noken Tires und dann sollte es auch schon wieder gewesen sein. Design kann man auswählen, hier wieder mit Frontgewicht oder nicht. Und die Hauptfarbe könnt ihr hier in den paar Farben hier abändern. Na, machen wir schon alle durch hier. Gibt ihn halt in hier in den paar Farben. Ja, Kennzeichen hat er bloß hinten eins, das sieht dann oben so aus und dann war es aber auch schon hier drin wieder. Hier mal raus, hier steht der kleine, schon klein ist er ja eigentlich nicht, ne? So sieht er aus. Ich denke, das ist okay, soweit okay hier. Hinten sieht es ein bisschen leer aus, aber ich denke, betrifft wahrscheinlich das Alter, dass es einfach nicht so viel damals gab. Ne? Ja. Gut, hier mal rein in die Kiste. Innen drin sieht er dann mal so aus. Ne? Also von dem her, ja. Was können wir noch machen hier drin? Wir können mal die Hupe, ne? Standardhupe auf jeden Fall mal verbaut. Dann geht's weiter. Wir können mit der linken Maustaste, mit dem Motor gestartet haben, Linkmaustaste gedrückt halten und links-rechts fahren, können wir hier die Fahrertüre öffnen. Mit der linken Maustaste gedrückt halten, hoch und runter, können wir praktisch die Beifahrertüre öffnen. Dann mit der rechten Maustaste gedrückt halten, links-rechts fahren, könnt ihr hier vordere Fenster öffnen und schließen. Und wir können hoch und runter fahren, da können wir das hintere Fenster auch mit öffnen, genau. Ja, Rundumleuchte funktioniert auch da oben. Ja. Machen wir das mal weg hier. Rauchen tut er nicht mehr so, nicht so dunkel. Ne? Ob das würde wahrscheinlich gerade noch so funktionieren, gehe ich mal davon aus hier. Ja, könnte funktionieren. Genau. Ja, rauchen tut ein bisschen heller. Ihr seht jetzt hier, das ist ein bisschen heller Rauch. Dafür raucht er ordentlich oben raus. Ne? Hier im Display hat er jetzt gar nichts mehr stehen. Man sieht hier absolut gar nichts. Fahrseil ist verbaut. Füße, ja, der eine Fuß funktioniert, der andere Fuß tut nicht, der bleibt stehen. Dann zu den Spiegeln, die funktionieren auch. Die Türe ein bisschen offen. So, Türe zu. Jetzt raucht er aber wieder schwarz. Na, ihr seht, nach einer gewissen Zeit, Vollgas, fängt er wieder an mit schwarz zu rauchen. So wie jetzt, na, mit wechselndem Rauch sozusagen. Ja, dann gehen wir mal kurz noch in die Nacht rein. Ihr seht hier, hier ist irgendwie was am Laufen. Keine Ahnung, was das sein soll. Na, er kommt aus dem Shinesub, ne? Also müsste er eigentlich keine Fehler haben, normalerweise. Also einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht geht auch noch was an, viermal Licht wieder alles aus. Hier drin, ihr seht, ein bisschen Beleuchtung ist da, nicht viel, aber ein bisschen, sonst ist hier nichts beleuchtet. Und ja, gut. Also einmal der Blinker funktioniert hier auf der Seite, der zweite funktioniert auch. Warnblinker funktionieren auch, hinten wie vorne, alles okay soweit. Genau, wenn ihr ihn haben wollt, wie immer, Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn dann runterladen und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen, ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal doch hoffentlich wieder auf dem Kanal. Bis denne, macht's gut und ciao.